Guten Tag! In diesem Video geht es um die Klasse Grafik. Da erklären wir, was für eine Grafik es ist und betrachten deren Haupteinstellungen und Funktionen. Was ist eigentlich die Klasse Grafik? Einfach gesagt ist es eine Bargrafik, deren Wars aus Klassen bestehen. In unserem Fall widerspiegelt jeder Cluster das Volumen für jeden Preis. Wenn wir die Grafik mit Intervall von 15 Minuten haben, bedeutet das, dass jeder Cluster das gehandelte Volumen zu jedem Preis für jede 15 Minuten widerspiegelt. Man kann auch Volumenprofil jedes Clusters sehen. Das heißt, dass die Clustergrafik zeigt, wie das Volumen innerhalb jeder Bar verteilt wird. Dank dieser Information kann man einige Schlussfolgerungen machen. In diesem Fall zum Beispiel kann man klar sehen, wie das Volumen in dieser Bar verteilt wurde. Wir sehen die Zone, wo es am meisten gehandelt wurde, TPO-Zone, sowie die maximale Bedeutung dieser Bar. Der Preis hat diese Zone gehalten und ist nach oben gegangen. In diesem Fall wird im Cluster das Volumen widerspiegelt. Man kann Delta und Delta-Prozent sowie Sell-By im Cluster widerspiegeln. Über die Benutzung der Delta-Prozent haben wir ein Video. Trades, das ist die Zahl der Trades von bestimmten Zeitraum für jeden Preis. Max-Tick ist die maximale Tickgröße, die zu jedem Preis gehandelt wurde. Ticks ist die Zahl der Ticks für jeden Preis. Es gibt auch Double-Cluster-Grafik. Da kann man verschiedene Grafiktypen gleichzeitig beobachten, zum Beispiel Sell-By oder Bid-Ask. Jetzt betrachten wir die Systemsteuerung. View-DOM aktiviert Tracking-DOM. Hidden-Ticks widerspiegelt die versteckten Ticks. Dann gibt es die Fenster, in denen man die Instrumente und den Vertrag auswählt. Wenn wir den Strich auswählen, lädt dann automatisch der zusammengeführte Vertrag herunter. Wenn wir das Instrument aber für längeren Zeitraum analysieren wollen, ist es dann am besten, den zusammengeführten Vertrag zu benutzen. Dann können wir die Tickgröße und Timeframe auswählen. Man verfügt hier auch über Sekundenintervall. Und Timeframe 2, das ist das Profil für das ausgewählte Zeitintervall. Bauen wir zum Beispiel das Stundenprofil auf. Die Einstellungen dieses Profils befinden sich im Setup-Menü Studies TF2 Settings. Da kann man dieses Instrument einstellen. Im unteren Teil der Systemsteuerung wählen wir den Zeitraum des Grafikaufbauens. Hier wählen wir den Grafiktyp aus, zum Beispiel Cluster oder Double Cluster. Es gibt auch andere Grafiktypen. Wählen wir auch den Clustertyp aus. In der oberen rechten Ecke befindet sich der Linientyp, normale Linie oder Alertlinie. Wenn wir die Alertlinie zu diesem Preis aufstellen, wird der Signalton beim Erreichen dieses Preises aktiviert. In der unteren rechten Ecke gibt es auch ein paar nützliche Instrumente. Diese Taste ermöglicht automatisch die Grafik zu verkleinern oder zu vergrößern. Die nächste Taste aktiviert das Fadenkreuz. Die Taste G aktiviert das sogenannte synchronisierte Fadenkreuz. Wenn wir zum Beispiel zwei Grafiken mit einem Instrument aufmachen, dann sehen wir das Fadenkreuz auf demselben Niveau und auf derselben Stelle, genauso wie auf der zweiten Grafik, auf der diese Funktion auch aktiviert wurde. Auf solche Weise kann man die bestimmten Preisniveaus verfolgen. Das Panel Draw Tool kann man auch mit Hilfe des Kursbefehls Ctrl+D öffnen.
Da haben wir die Zeicheninstrumente wie gesenkte Linie, horizontale Linie, Pfeil, Profil eines bestimmten Zeitraums, Fibonacci-Netz sowie die Einstellungen für jedes Instrument. Jedes Instrument und Einstellungen zu diesem Instrument kann man mit Hilfe der Kurzbefehle oder mit dem Klick der rechten Maustaste aufs Instrument aktiviert werden. Jetzt betrachten wir die Einstellungen der Klassengrafik. Setup, Settings, Cluster Box. Cluster Profile aktiviert Cluster Profil. Wenn wir diese Funktion ausschalten, dann werden nur die rechteckigen Clusters widerspiegelt. Double Cluster X Separator ist ein Trennsymbol X zwischen den Clustern. Profile Scale ist die Skalierungseinstellung des Clusterprofils. Wenn wir Visible Area auswählen, wird dann das Clusterprofil aufgrund des sichtbaren Abschnitts der Grafik aufgebaut. Wenn wir All Chart auswählen, dann wird das Profil aufgrund vom ganzen heruntergeladenen Intervall aufgebaut. Das Profil bleibt gleich, auch wenn wir die Grafik vergrößern. Die Funktion Visible Area ermöglicht das Profil nur konkretes Grafikintervalls zu sehen. Cluster Frame aktiviert den Cluster Rahmen. Cluster Frame Color ist die Einstellung der Rahmensfarbe. Left Cluster Body und Right Cluster Body, das sind die Farben des linken und rechten Clusters im Modus Profile Mode Off, also wenn das Profil ausgeschaltet ist. Left Cluster Profile und Right Cluster Profile, das sind die Farben der linken und rechten Clusters im Modus des aktivierten Profils. Show Text widerspiegelt die Clusterbedeutungen. Left Text and Right Text bestimmt die Farbe der Bedeutungen der linken und rechten Clusters. Show Sideline widerspiegelt die Linie, die Eröffnung, Schließung und Richtung der Bar. Dann verfügen wir über die Linien-Leak-Einstellungen. Aktivieren wir eine Einzelcluster-Grafik. Die rote Linie da zeigt die Richtung, die Eröffnung und die Schließung jeder Bar. Man kann diese Linie etwas dicker machen. Bei Cell Leader widerspiegelt die dominante Seite bei der Doppelcluster-Grafik bei Cell. Bicell Color, das ist die Farbe der dominanten Bicell-Seite. Bicell Leader Color, das sind die Farben der dominanten Bi- oder Cell-Seite. Bicell Leader Size, das ist die Imbalance-Einstellung zwischen Bi und Cell. Wenn wir zum Beispiel 50% bestimmen, dann werden nur die Bicell-Bedeutungen beleuchtet, die zweifache Übermacht über der Gegenseite haben. Aktivieren wir zum Beispiel diese Funktion Double Cluster Cell By oder Bid Ask. Wir sehen jetzt, dass nur die Bedeutungen mit zweifacher Übermacht über der Gegenseite beleuchtet werden. Links sind die Verkäufer, rechts sind die Käufer zu sehen. Max Value und Right Max Value beleuchten die Cluster mit der maximalen Bedeutung der rechten und linken Clusters. Wenn wir Max Value Always aktivieren, dann bleibt beim Zusammentreffen der Bedeutung des Maximalvolumens und Limits, das wir bevor einstellen, nur der Rahmen des Cluster-Maximalwertes. Wenn wir On auswählen, dann wird das Limit immer Priorität haben. Fügen wir ein Beispiel hinzu. Wir haben schon das Volumenlimit eingestellt. Es ist hier gut zu sehen, beim Zusammentreffen des maximalen Volumens und Limits wird der maximale Wert nicht beleuchtet. Wenn wir aber Max Value Always aktivieren,
Dann wird der Clusterrahmen mit dem maximalen Wert beleuchtet. Dann verfügen wir über Farbeneinstellungen für Cluster mit maximalem Wert und für maximalen Wert der Käufer und Verkäufer. Dann gibt es auch die Boxchart-Einstellungen. Als nächstes betrachten wir das Setup-Menü. Da befinden sich die Limiteinstellungen und die Limiteinstellungen des Seitenhistogramms und des unteren Histogramms. Settings, das sind die Einstellungen zu jedem Grafiktyp. Da befinden sich auch die Einstellungen der Kurzbefehle. Auch fürs Handeln. Miscellaneous, das sind die anderen Einstellungen. Da kann man Flow-by-Sell-Histogramm aktivieren, die erfüllte Orders zu jedem Preis widerspiegelt. Hier befindet sich auch die Funktion Layout Save Days. Sie fixiert die heruntergeladene Zahl der Tage, das heißt, dass die Grafik jeden Tag derselben Zahl der Tage heruntergeladen wird. Axis Font Size, das ist die Schriftgröße der Zeit- und Preisskala. Value Font Size ist die Schriftgröße des Clusterwertes. Chart Right Margin bestimmt den Abstand der Grafik von der Preisskala. Multichart Histogramm und Multichart Histogramm Size gehören zur Bargrafikmodus Multichart. Wir bereiten noch ein Video über diesen Grafiktyp vor. DOM Delta Buy, das ist die Delta-DOM-Einstellung. Self widerspiegelt hinzugefügten und stornierten Aufträge für jedes Preisniveau. Mirror Level widerspiegelt den Unterschied zwischen Bids und Asks der Mirror oder gleich entfernten Niveaus. Dann befinden sich die Schriftfarbeneinstellungen für die Preis- und die Zeitskalas, die Farbeneinstellungen für die Grafikgrenzen, der Skala-Hintergrund des Background 1, Background 2, Delta Buy und Delta Sell Farbeneinstellungen, die standardmäßigen Linienfarbeneinstellungen, User Line Text und User Line Back. Über Lines haben wir ein Video, den Link finden Sie in der Beschreibung. Dann befinden sich die Linienaktivierungen, die Vertragsablauf und die Fadenkreuzeinstellungen widerspiegeln. Im Menü Settings befindet sich auch die Einstellung des Labels des letzten Preises. Da kann man die Widerspiegelung des Labels des letzten Preises deaktivieren, sowie die Zeitwiderspiegelung und die Linien des letzten Preises aktivieren, Last Price Line. Das Label des letzten Preises kann man sowie auf der Grafik als auch auf der Preisskala widerspiegeln lassen. Hier verfügt man auch über einige Farbeneinstellungen. Kehren wir jetzt zum Setup-Menü zurück. Studies widerspiegelt alle möglichen Indikators auf der Wolfix-Plattform. Hier befinden sich auch die Einstellungen des Seitenhistogramms und des unteren Histogramms. Ausführliche Informationen über die Indikators haben wir in einem Video. Der Link ist in der Beschreibung zu finden. Clone Window-Funktion ermöglicht das Fenster mit denselben Einstellungen zu duplizieren. Man kann auch zum Beispiel ein anderes Instrument mit denselben Einstellungen wie auf der vorigen Grafik herunterladen. Context Specification, das ist Vertragsspezifikation. Da kann man alle notwendigen Informationen über diesen Vertrag finden, zum Beispiel Ablaufdatum, die Tickergröße etc. Delta Type, das ist die Delta Type Einstellung, Delta Aggressor oder Tick direkt. Der Unterschied zwischen diesen zwei Delta-Typen ist in einem Artikel beschrieben. Den Link finden Sie in der Beschreibung zu diesem Video. Desktop ist die Einstellung des Arbeitsraums. Lines, da kann man die Niveaus hinzufügen, kopieren oder löschen. Symbol Lookup, das ist die Funktion der Tickersuche. Hide Control Panel versteckt die Systemsteuerung. Hide, da kann man die Widerspiegelung der Big Trade
der Zeicheninstrumente und der Linien, die auf anderen Grafiken gebildet und auf diese Grafik kopiert wurden. Und Widerspiegelung der POC-Linien auf der Grafik verstecken. Ein Video über POC-Linienbenutzung haben wir auch. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Stop Local Alerts stoppt alle aktivierten Alerts in diesem Fenster. Load and Save Snapshot, da kann man einige Grafikmuster herunterladen und speichern. Independent Mode ist unabhängiger Fenstermodus. Ausführliche Informationen bekommen Sie im Link unter dem Video. Market Replay ermöglicht das Handeln auf der Geschichte. Den Link zur Anleitung finden Sie auch in der Beschreibung zu diesem Video. Stay on Top ermöglicht immer ganz oben über andere Fenster zu bleiben. Das wäre alles. Wenn Sie noch Fragen über Klassegrafik haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.